die meisten meinen immer den Franz Josef Strauß. Das ist der Polterer aus Bayern. Ich halte gar nichts von der Formel, lieber Rot als tot. Das ist ein Irrtum. Wer das befolgt, der wird erleben, dass er zuerst rot und dann tot ist. Mein Vater konnte im Bierzelt poltern, überhaupt kein Problem. Das war keine Schwierigkeit, aber das war nicht der Stratege Franz Josef Strauß. Für meinen Vater blieb es ein strategisches Ziel. Es gibt keinen anderen Weg, als mit dem Honecker zu reden. Ohne den geht es nicht. Es musste einer sozusagen sein, bei dem eigentlich sein Antikommunismus völlig unzweifelhaft war. Ja. Und mein Vater hat sich dieser Aufgabe gewidmet und der hat das aus voller innerer Überzeugung getan. Ja. Sommer 1983. Strauß verschafft Honeckers DDR einen Milliardenkredit. Ein Wendepunkt, eine Sensation in der Deutschlandpolitik. Wie war er möglich und was hat er bewirkt? Der Händedruck der Erzfeinde. Es trennten sie Welten. Franz Josef Strauß, den bayerischen Ministerpräsidenten und Erich Honecker. Herr Generalsekretär, eine Ehrenhundertschaft der Kampfgruppen der Arbeiterklasse ist angetreten. Danke sehr. Strauß, der Lieblingsfeind der DDR-Propaganda. Besonders in der Fernsehsendung Der Schwarze Kanal mit Karl Eduard von Schnitzler. Dieser Strauß ist gefährlich. Dieser Strauß ist der starke Mann des deutschen Imperialismus. Steile Unternehmerprofite, arbeiterfeindliche Gesetze und antikommunistische Hetze. Das, meine Damen und Herren, ist die Atmosphäre, die ein Strauß braucht, die ein Strauß mitschafft und in der ein Strauß gedeiht. Die Roten, der Lieblingsfeind des Franz Josef Strauß. Der Anfang vom Niedergang des Kommunismus hat begonnen. Eines Tages wird für ganz Europa und für ganz Deutschland die Stunde der Freiheit schlagen. Westliches Wunschdenken, so schien das 1982. Die DDR präsentiert sich als stabiler, zehntgrößter Industriestaat der Welt. Doch der wirtschaftliche Niedergang hat längst begonnen. Nirgendwo weiß man das besser als im Ministerium für Staatssicherheit. Die Hauptabteilung 18 ist zuständig für die Sicherung der DDR-Wirtschaft. 1982 ist ein Jahr der Krisensitzungen. Ein Rekordminus von 30 Milliarden D-Mark klafft in der Zahlungsbilanz. Die Folgen für die Produktion sind katastrophal. Der Leiter der Hauptabteilung 18 fasst die Lage ungeschminkt zusammen in einem Geheimbericht an die DDR-Führung. Aufgrund der sich zunehmend verschlechternden Zahlungsbilanz besteht die reale Gefahr des kurzfristigen Eintritts der Zahlungsunfähigkeit mit der Folge der Gefährdung der inneren Stabilität der DDR. Ende 1982, um hier mal ein Bild zu gebrauchen, glich die DDR-Wirtschaft einer ausgepressten Zitrone. Es waren keinerlei Reserven mehr sichtbar. Seit 1962 analysierte Maria Hentke-Hoppe-Arndt im Auftrag der Bundesregierung die Wirtschaftslage der DDR. Und in diese Situation hinein platzten zwei Katastrophen. Die erste war, dass im Zuge der Zahlungsunfähigkeit von Rumänien und der Ausrufung des Kriegszustandes in Polen die internationalen Banken einen Kreditstopp einführten, der auch die DDR traf. Man darf ja nicht vergessen, es war ja zu dieser Zeit, der Begriff steht ja nun mal, Kalter Krieg. Und der Kalte Krieg spielte sich ja vornehmlich auf dem Gebiet der Ökonomie ab. Manfred Domag war als Staatssekretär für die Preisgestaltung verantwortlich, eine Schlüsselposition der DDR-Wirtschaft. Und unter diesem Sichtpunkt war es ja auch nötig, alle Möglichkeiten auszunutzen, um a, weniger Schulden zu machen und b, die Schulden, die wir hatten, abzubauen. Dann aber folgt die zweite Katastrophe für die DDR. 1982 kürzt die Sowjetunion ihre Erdöllieferungen. Der Export von Erdölprodukten aber ist die wichtigste Devisenquelle der DDR.
Bald kann sie die Zinsen für ihre Schulden im Westen nicht mehr bezahlen. Wie ernst die Lage ist, wissen nur wenige. In der Hochschule der Staatssicherheit in Potsdam-Eiche informiert Stasi-Chef Erich Mielke die Spitzenkader seines Ministeriums. Ein Mitschnitt der Rede ist erhalten. Um es ganz offen zu sagen, den Verbindlichkeiten voll nachzukommen und die Zahlungsbilanz schrittweise zu verbessern, dazu ist es erforderlich zu exportieren, was sich nur irgendwie verkaufen lässt. Wenn es heißt, exportieren um alle Kraft, dann wird das an irgendeiner Stelle weggenommen und das schränkte natürlich in bestimmten Gebieten auch das Konsumgüterangebot ein. Ein Konsumgüterangebot, das es so nur in diesem Propagandafilm aus dem Jahr 1983 gibt. In Wirklichkeit sind die Regale meist leer. Haben wir alles? Was denkst du? Produkte, die in den Westen exportiert werden, fehlen jetzt vor allem in der DDR-Provinz, auch in Oederan im Erzgebirge, wo Elke Weiß lebt. Es gab nichts, gar nichts. Wenn Sie in den Laden reingegangen sind beim Metzger, da hing immer eine Wurst, eine Hartwurst. Kein Fleisch, kein Speck, keine andere Wurst mehr, nichts mehr, gar nichts mehr. Wir haben bloß noch das. Versorgung war ja immer sozusagen der Seismograf für die öffentliche Stimmung. Und die wurde sehr, sehr negativ. 82, 83, das war ganz deutlich zu spüren. Der Historiker Stefan Wolle bemerkt, wie ein Politiker aus dem Westen im Osten populär wird. Besonders dort, wo man glaubt, unter sich zu sein. Die DDR-Propaganda hatte sich sehr auf Franz Josef Strauß eingeschossen. Aber das führte natürlich oft auch zum Gegenteil, dass er nur gerade deswegen den Leuten besonders sympathisch war, weil am meisten auf ihn geschimpft wurde. Manche fanden nur gerade Strauß besonders gut, weil er für viele so eine sehr harte Linie gegenüber der DDR vertreten hat. Wenn Marxisten von Freiheit reden, dann meinen sie nicht die Freiheit des Bürgers, dann meinen sie die Freiheit der Funktionäre in einer kommunistischen Zwangsgesellschaft. Und wenn der Franz Josef Strauß, wenn der eine Rede gehalten hat, dann haben wir wirklich am Fernseher geklebt. Für mich war es, der hat die Wahrheit gesagt. Der hat einfach nicht drumherum gedruckst, sondern so ist es und so muss gemacht werden. In Oederan haben sich Elke Weiß, ihr Ehemann Kurt und ihre Tochter wie viele andere eingerichtet in der DDR. Als ihr Mann von Beruf Tierarzt zum Begräbnis seiner Mutter in die Bundesrepublik reisen will, verweigern die DDR-Behörden die Genehmigung. Ohne Begründung. Für Elke Weiß bringt dieser Willkürakt das fast zum Überlaufen. Ich habe dann bloß gesagt, sag mal, was bildet ihr euch eigentlich ein? Ich sag, der Mann hat seine Mutter verloren. Habt ihr Scheuerlappen in der Brust oder was? Das kann doch nicht wahr sein, dass ein Mann oder dass ein Sohn seine Mutter nicht beerdigen darf. Das war wirklich so tragisch. Der Mann hat geweint. Der hat wie ein kleines Kind geweint. Das wird ignoriert. Also wenn das kein Grund ist dann für eine Ausreise, weiß ich nicht. Erleichterungen bei der Ausreise von DDR-Bürgern will die sozialliberale Bundesregierung von Helmut Schmidt. Auch unter dem Druck der CDU-Opposition fordert der Kanzler menschliche Erleichterungen als Gegenleistung für finanzielle Hilfe an die DDR. Ein Deal, den Honecker strikt ablehnt. Monatelange Verhandlungen enden ohne Ergebnis. Bonn, 1. Oktober 1982. Machtwechsel. Helmut Kohl wird Bundeskanzler. Schmidt muss abtreten. Wird die neue Regierung, wie als Opposition angekündigt, einen harten Kurs in der Deutschlandpolitik einschlagen? Der neue Herr im Bonner Kanzleramt will den Scharfmacher aus München nicht an seinem Kabinettstisch. Strauß soll Provinzfürst in Bayern bleiben. Anfang März 1983. Spitzengespräch von CDU und CSU. Helmut Kohl will Gespräche mit der DDR-Führung, plant sogar eine Einladung an Honecker zu erneuern. Das hat den Strauß auf die Palme getrieben. Er war deutlich im Gespräch auch der Auffassung, wir können nicht das Gegenteil von dem tun, was wir
den Wählerinnen, den Bürgern versprochen haben. Edmund Stoiber gehörte als CSU-Generalsekretär und Leiter der Bayerischen Staatskanzlei zum engsten Führungskreis der Unionsparteien. Beim Spitzengespräch im Kanzleramt wird er Zeuge eines heftigen Streits zwischen den Rivalen Kohl und Strauß. Strauß hat uns erkennen gegeben, sehr deutlich, ich mache da meine eigene Politik. Wenn wir bei der Linie nicht bleiben, dann werde ich auch einen anderen Weg einschlagen. Doch am 10. April 1983 gibt es einen Zwischenfall auf der Transitautobahn vom Bundesgebiet nach West-Berlin. Beim Verhör durch die DDR-Grenzorgane stirbt der Bundesbürger Rudolf Burkhardt. Strauß fordert, dass die Bundesregierung im Zusammenhang mit diesem Mordfall, anders kann man ihn nicht nennen, sehr entschieden und deutlich auftreten muss. Als Reaktion auf den Mordvorwurf sagt Honecker seine Reise ab. Doch hinter den Kulissen in Bayern bahnt sich eine ganz andere Entwicklung an. Ein Mittelsmann reist in die DDR. Josef Merz, Wurst- und Fleischgroßhändler aus Rosenheim in Bayern. Zum Ärger der bayerischen Bauern bezieht seine Firma Marox bis zu 50.000 Rinder pro Jahr aus solchen DDR-Mastbetrieben zu konkurrenzlos günstigen Preisen. Josef Merz würde ich als den besten Freund meines Vaters bezeichnen. Er war ein ganz aufrichtiger Freund, mit dem er in ein echtes Vertrauensverhältnis erband. Max Josef Strauß, der älteste Sohn, schon als Student oft Begleiter des Vaters. Der Josef Merz war langjähriger Schatzmeister der CSU gewesen. Der hatte ein ganz tiefes politisches Verständnis. Ja. Der wusste sich darin auch natürlich auch zu bewegen. Ja. In vielerlei Beziehung. Bei den Amigos Strauß und Merz wird Geschäftliches und Privates nicht so genau getrennt. Merz hatte gute wirtschaftliche Kontakte und Beziehungen zu der DDR. Ja. Auch da, wo Strauß politisch sehr kontrovers und konfrontativ die DDR und die Regierung angegangen ist, unabhängig davon hat einer seiner guten Freunde natürlich durchaus Geschäftsbeziehungen gepflegt und erfolgreiche Geschäftsbeziehungen pflegt. Beziehungen zu ihm, Alexander Schalk-Golodkowski, Oberst in Mielkes Stasi. DDR-Staatssekretär für Außenhandel und Honeckers wichtigster Devisenbeschaffer. Schalk, der Schattenmann, der Strippenzieher verdeckter geheimer Kanäle. Eine Kopie seines letzten verschollen geglaubten Interviews aus dem Jahr 1999 ist jetzt wieder aufgetaucht. Zum ersten Mal veröffentlichen wir seine Sicht des Milliardendeals. Herr Josef Merz von der Marox GmbH hat den Wunsch herangetragen, sich behilflich zu sein, bei der Beschaffung von Krediten mitzuwirken. Und Merz schlägt auch gleich den Verhandlungsort vor. Sein Gästehaus, das Gut Spöck bei Rosenheim. Dort ist Franz Josef Strauß Stammgast. Mein Vater hat sich oft genug sogar aufs Fahrrad gesetzt und ist nach Gut Spöck mit uns gefahren. Beziehungsweise wir sind dann mit dem Auto irgendwann zwischendrin ohne Sicherheitsbeamte aufgebrochen. Monika Hohlmeier, die Tochter. Wie ihre Geschwister, Teil der politischen Welt des Vaters. Das war für meinen Vater auch ein Ort, an dem er den einen oder anderen getroffen hat, mit dem er eben nicht öffentlich sprechen wollte, um unter Umständen politische Strategien, Ziele verfolgen zu können, die er nicht der öffentlichen Diskussion preisgeben wollte. Zum ersten Mal öffnet sich das Tor von Gut Spöck für eine Fernsehkamera. Hier trifft am 5. Mai 1983 eine Limousine der bayerischen Staatsregierung ein. Mit Schalk-Golodkowski, dem Gesandten Honeckers. Wir warteten auf den Ministerpräsidenten und alle schauten zum Himmel, als dann der Hubschrauber eintraf. Als er dann kam und mich also ganz locker und aufgeschlossen mit bester Stimmung begrüßte,
freue mich, Sie kennenzulernen, Herr Staatssekretär. Da fiel mir erstmal ein großer Stein vom Herzen. Und ich dachte also, das erste Eis scheint ja hier schon am Schmilzen zu sein. Deutsch-deutsches Tauwetter auf Gut Spöck. In der Bibliothek treffen sich die Vertreter zweier Welten. Franz Josef Strauß war das Hauptfeindbild und das war sicherlich auch einer der potenziellen politischer Gegner der DDR. Aber was ihn von vielen anderen unterschied, er war auch ein großer Pragmatiker und Realist. Alexander Schalk-Golikowski war natürlich für meinen Vater die Möglichkeit, wieder konkrete Politik hier zu gestalten. Ja, und das war natürlich für ihn, den Sohn Politikern durch und durch, war das natürlich der Weg schlechthin. Ja. Honeckers Unterhändler macht Strauß ein Angebot. Also, wir sind bereit, über viele Fragen zu reden, wenn die Bundesrepublik Deutschland in dieser komplizierten Situation eine Vorreiterrolle spielt, um der DDR notwendigen Kreditbeistand zu gewähren. Bei einem Scheitern der Gespräche aber, so soll Schalk gedroht haben, werde die DDR die Schotten nach Westen, auch die wirtschaftlichen, dicht machen, sich noch enger an Moskau binden. Schalk verlässt Gut Spöck mit der Zusage von Strauß, sich in Bonn für einen Kredit einzusetzen. Strauß ist zu Kohl gegangen, hat ihm das vorgetragen. In einem Gespräch war ich selber auch noch mit dabei. Haben lange diskutiert, soll man nicht. Philipp Jenninger ist als Staatsminister in Bonn für die Kontakte zur DDR zuständig. Kohl war nicht von vornherein begeistert von dem Vorschlag eines Kredits an die DDR. Aber erst, wie er sich mit dem Thema dann befasst hat und dem wir viele Gespräche geführt haben, hat es ihm dann doch eingeleuchtet. Und was sehr wichtig war für ihn, auch meine Beziehungen zur DDR, haben wir ja gezeigt, dass wir Kontakte pflegen wollen und Vertrauen schaffen wollen. Auch von der DDR kommen Zeichen guten Willens. Bundesbürger berichten, dass der rüde Ton der DDR-Grenzer auf den Transitwegen aufgehört habe und die Kontrollen entspannt seien. Das geschieht auf Anweisung von Erich Mielke. Der Stasi-Chef unterhält einen engen und oft feuchtfröhlichen Kontakt mit Schalk, der ihn mit Luxuswaren aus dem Westen versorgt. Noch, denn die Krise bedroht auch die Privilegien der Staatsführung. In seiner Potsdamer Rede schlägt Mielke Alarm. Was es bedeuten würde, erklären zu müssen, dass die DDR ihren Verbindlichkeiten nicht mehr nachkommen kann, kann sich jeder vorstellen. Auch auf die innere Lage hätte das insgesamt ohne Zweifel nicht geringe negative Auswirkungen. Aus alledem kann sich, wenn wir nicht aufpassen, Unzufriedenheit und Unruhe entwickeln. Dazu darf es nicht kommen. Die Stasi kennt die Stimmung im Land und warnt die DDR-Führung vor einschneidenden Maßnahmen, die eine Senkung des Lebensstandards zur Folge hätten. Das Volk hätte das so nicht mitgemacht. Gürtel noch enger schnallen. Für meine Begriffe nicht. Das hängt aber auch damit zusammen, muss ich sagen, sicherlich, dass es im Laufe der Entwicklung einen Bruch gab, dass die Partei das Vertrauen in der Basis verloren hatte und auch im Volk. Wären tatsächlich in der DDR Unruhen ausgebrochen, und das liegt einfach nah bei der extrem angespannten Situation, dann war eben das Trauma von 1953 gegeben, wäre da die Rote Armee, die Sowjetarmee aus ihren Kasernen ausgerückt. Das, was ihn zutiefst umtrieb, waren die Befürchtungen, dass die Panzer ausrücken könnten, so wie er das ausdrückte, und dass wieder auf die Menschen geschossen wird. Ich sag, jetzt, wenn die DDR zusammenbricht und die Menschen aufstehen, dann würde es unglaublich viele Tote geben. Die Macht des Westens aber endet am Eisernen Vorhang. Für Franz Josef Strauß eine prägende politische Erfahrung.
wenn ein so brutaler Akt, sei es Budapest oder Prag oder Afghanistan, dann heißt es, da müssen Gegenmaßnahmen getroffen werden. Zuerst kommt Empörung, dann der Schrei nach Sanktionen, dann die Warnung vor Überreaktionen, dann der Verzicht auf Sanktionen und zum Schluss der Übergang zur Tagesordnung. Und nach einem Jahr redet kein Mensch mehr davon. Die DDR-Führung steht mit dem Rücken an der Wand und beschwört die Einheit von Volk und Partei. Unser Genosse Generalsekretär, Erde, Erde, hoch, hoch, hoch! Die Einheit hat es nie gegeben. Jetzt wird der Graben tiefer. Auch an der Spitze des Regimes rumort es gewaltig. Nicht zuletzt wegen der Verhandlungen mit Klassenfeind Strauß. Es gab heftigen Widerstand im Politbüro durch einzelne Mitglieder. Immer wieder wird genannt Kolikowski, Stoff, Mielke. Wie gesagt haben, von den Kapitalisten da im Westen, von den Nazis da, alten Nazis, nehmen wir kein Pfennig gegen, lieber gehen wir auf die Straße und arbeiten, hat einer von den Mitgliedern gerufen. Das haben wir dann vorher erfahren, nicht wahr, dass das so stattgefunden hat. Honeckers schärfster Gegenspieler ist der Mann neben ihm. Werner Krolikowski, Mitglied des Politbüros. Ein Hardliner, der seinem Unmut Luft macht in einem geheimen Schreiben an die sowjetischen Genossen. Hinter den von Honecker ausgehenden politischen Offerten an Bonn steckt seine Untreue zum außenpolitischen Kurs der Sowjetunion und die Absicht, die BRD als Geldgeber für die kranke DDR-Wirtschaft zu gebrauchen. Diese Position von EH ist antikommunistisch und müsste in geeigneter Weise zerschlagen werden. Ungeheuerliche Worte. Aber Moskau reagiert nicht. Und Schalk reist am 5. Juni erneut nach Bayern. Wieder unter strengster Geheimhaltung. Diesmal sitzt Kohls Staatsminister Philipp Jenninger mit am Tisch. Ich habe natürlich damals gesagt, wir erwarten da schon auch Gegenleistungen der DDR, wenn wir schon einen Kredit geben. Schalk hatte damals gesagt, nicht wahr, und das hat auch Honecker dann nochmal bestätigt, wir werden das tun, was wir in eigener Souveränität uns erlauben können. Aber ihr könnt damit rechnen, dass wir in vielen Bereichen entgegenkommen werden. Aber was im Detail, ist nicht festgelegt worden. Geld aus Bonn ohne vertraglich festgelegte Gegenleistungen. Ein Tabubruch in der Deutschlandpolitik. Ausgerechnet das, was Strauß immer bekämpft hat, hat er nun selbst vereinbart. Eine weitere Bedingung der DDR? Absolute Geheimhaltung bis zum Vertragsabschluss. Selbst in seiner bayerischen Staatskanzlei will Strauß kein Risiko eingehen. Er hat mit mir nie darüber gesprochen, dass er mit Schalk Golodkowski diesen gesamten Prozess vorbereitet hat. Er wollte das so geheim, wie es nur möglich war, führen und hat also auch seine engere Umgebung da nicht eingeweiht. Selbst in Bonn weiß nur ein kleiner Kreis Bescheid. Mehr als 3 Wochen werden die Fäden zwischen Ost und West in Kohls Büro geknüpft. Am 29. Juni liegt dem Kabinett eine streng vertrauliche Vorlage zur Abstimmung vor. Doch am gleichen Tag gibt es ein Leck. Und die Bombe platzt. In den Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Einen spektakulären Beschluss hat heute die Bundesregierung in Bonn gefasst. Das Kabinett entschied für einen Bankenkredit an die DDR in Höhe von 1 Milliarde Mark in vollem Umfang zu bürgen. Milliardenkredit, Strauß, Landesbank, Bankenkonsortium, da bin ich fast zum Stuhl gefallen. Und dann war es so, dass Strauß mir erklärt hat, ja, das sei im Großen und Ganzen richtig, aber das hätte natürlich nie jetzt an die Öffentlichkeit kommen dürfen. Trotz Indiskretion wird der Kreditvertrag 2 Tage später unterzeichnet. Zu 5% Zinsen und 5 Jahren Laufzeit. Es ist ein Kredit eines Bankenkonsortiums. Die Bürgschaftsleistung kommt von der DDR selber, aus einer Forderungsabtretung, die 100%ig sicher ist. Und die Banken haben sich geradezu gerissen darum, an diesem sicheren Kredit beteiligt zu werden, wenn ich das auch einmal nebenbei sagen darf.
Als Sicherheit verpfändet die DDR eine von der Bundesrepublik für die Benutzung der Verkehrswege nach West-Berlin zu bezahlende Transitpauschale. Eine Art Tafelsilber. Aber das musste die DDR in Kauf nehmen. Der Kredit war in jedem Falle lebenswichtig. Das Entscheidende an diesem Kredit war ja, dass er ein ungebundener Finanzkredit war. Erstmals in der Geschichte der DDR hatte die Bundesrepublik einen ungebundenen Finanzkredit. Das heißt, es war kein Warenkredit, es war kein Investitionskredit. Die konnten damit machen, was sie wollten. Und was taten sie damit? Sie haben es auf die Konten gepackt. Das erstellt natürlich die Kreditwürdigkeit der DDR wieder her, um damit einen Zusammenbruch zu verhindern. Und er half entscheidend mit, diese Jahre zwischen 1984 bis 1988 einigermaßen in Ruhe zu gestalten und die Hoffnung in der DDR aufrechtzuerhalten. Für das innerdeutsche Verhältnis hat es zumindest ein Zeichen gesetzt, dass die Bundesrepublik bereit ist, der DDR in bestimmten Fällen unter die Arme zu greifen. Das muss man ja auch so sehen. Nach wie vor ist Deutschland geteilt. Aber etwas hat sich verändert. Unsichtbar und trotzdem spürbar. Das politische Klima. Honecker wusste, dass er sich hier in eine sehr komplizierte Situation einlässt. Er wurde, ich sag mal jetzt, etwas westlastig. Strauß und Kohl haben ganz zielstrebig eine schleichende Abhängigkeit der DDR von der Bundesrepublik Deutschland vorbereitet. Ob Bundeskanzler Helmut Kohl das schon damals so beabsichtigt hat? Strauß jedenfalls sollte ihm als Galionsfigur der Konservativen bei seinem Ostkurs den Rücken frei halten. Da setzt Helmut Kohl auch auf dieses taktische Moment, wenn das der Strauß macht. Der ist das Sinnbild der Feindseligkeit gegenüber den Kommunisten gilt. Das, glaube ich, war aus seiner Sicht eine taktische Meisterleistung, die ihm zum politischen Erfolg mitverholfen hat. Im selben Atemzug aber eher, sagen wir, den Schwierigkeiten des politischen Alltags mehr entging als mein Vater. Schwierigkeiten für Strauß? Dort, wo er es am wenigsten erwartet, im tiefschwarzen Bayern, seiner Hochburg. Milliardenkredit für die DDR ist parat am Grundsatzprogramm der CSU. Franz Handlos, den Sie am 6. März mit 73,6% in den Bundestag gewählt haben, ist aus Protest gegen den Vorsitzenden Franz Josef Strauß aus der CSU ausgetreten. Man kann nicht im Parteiprogramm schreiben der CSU, dass Leistung und Gegenleistung Voraussetzung sind für jede weitere Ostpolitik. Es geht nicht, dass der Herr Parteivorsitzende vor 7 Wochen die drübere Seite noch als Mörder apostrophierte, das war seine Ausdrucksweise, nicht meine, und dann nach 6 oder 7 Wochen sagt, April, aber jetzt gebe ich die Kredite. Wo bleibt da die Glaubwürdigkeit? Franz Handlos wird mit anderen CSU-Rebellen die rechtsextremen Republikaner gründen und bald in der politischen Versenkung verschwinden. 2 Wochen nach dem Kredit, Parteitag der CSU. Auch Helmut Kohl kommt nach München, ausgerechnet, um seinen alten Rivalen Strauß aus der Patsche zu helfen, sehr zu dessen Missvergnügen. Franz Josef Strauß hat natürlich keinen Alleingang gemacht. Alles, was gemacht wurde, haben wir gemeinsam besprochen und abgestimmt. Wer also auf ihn schimpft, soll auch auf mich schimpfen. Da bin ich ganz klar, ist umgekehrt natürlich auch. Strauß muss ums politische Überleben kämpfen, weil er über die geheimen Zugeständnisse der DDR-Führung nicht reden darf. Ich bitte auch um Verständnis dafür, dass man nicht jeden vertraulichen Vorgang in aller Öffentlichkeit monatelang in jedem Gremium bis zur Erfolglosigkeit zerreden und zerschwätzen kann. Das ist meine Überzeugung, dass er mich auch in Zukunft handeln wird. Statt des üblichen Jubels verhaltener Beifall. Mehr als ein Viertel der Delegierten verweigern Strauß offen die Gefolgschaft, andere folgen nur murrend.
Und das hat er überhaupt nicht verstanden, dass seine CSU ihn nicht verstanden hat. Da war er wirklich schwer gekränkt, ging ins Hinterzimmer, verweigerte zum ersten Mal das Essen, wollte nur noch nach Hause und war stinksauer. Aber mein Vater war einer, wenn der ein Ziel als richtig erkannt hat, ja, dann hat der das verfolgt. Ja, der hat gesagt, ich zieh einfach, ich mach's einfach, ja. Aber ich bin davon überzeugt, das ist der historisch richtige Weg, den müssen wir jetzt gehen. Strauß geht den Weg weiter. Am Tag nach dem Parteitag reist er nach Polen. Privat, begleitet nur von Ehefrau Marianne und Sohn Max. Eine sehr persönliche Entdeckungsreise. Dorthin, wo für ihn bisher das Reich des Bösen war. Es hat natürlich schon die Faszination der Terra Incognita gehabt. Zum ersten Mal sehen, wie ist dieses schwarze Loch dahinter der Mauer, wie ist denn das eigentlich, ja, das für uns eigentlich nicht existiert hat. Am 24. Juli erreicht die Familienreise das eigentliche Ziel. Die DDR, Schloss Hubertus Stock in der Schorfheide, das Gästehaus von Erich Honecker. Die Begegnung der Erzfeinde ist eine politische Sensation. Das Treffen beschränkt sich auf den Austausch von Standpunkten. Ein Kennenlernen, mehr nicht. In der Schilderung danach hat er mir so geschildert, dass er einfach in dem Moment, in dem er dem Mann gegenüberstand, eigentlich demjenigen, den er so dick hatte, wie man niemanden nur dick haben kann, weil er mit ihm das Sinnbild dieser Mauer verband, ein eiserner Vorhang. Und jetzt sollte er mit ihm reden. Ein menschlich enges Verhältnis zwischen Honecker und meinem Vater hat es nie gegeben. Also der Honecker war dazu viel zu eckig, viel zu funktionärsmäßig oder so. Die zwei verband wohl, beide Macht hatten. Letztendlich, so ist mein Vater wohl nie richtig warm geworden mit ihm. Aber Handstand ist nicht notwendig. Nein, nein, nein. Nächste Mal. Sei doch nicht. Doch. Doch, nein. Schon ein olympisches Spiel erst. Die Wärme hat dann dafür ausgereicht, dass Erich Honecker immer darauf achtete, meinem Vater ein Weihnachtsgeschenk zu machen. Und ich wurde dann immer beauftragt, eins für Honecker zu suchen. Einfach diese gesellschaftlichen, protokollarischen Gepflogenheiten doch auch einzuhalten und sich gegenseitig zu pflegen und zumindest einer gewissen Wertschätzung widerfahren zu lassen. Eine Wertschätzung, die auch dazu führt, dass die DDR-Medien von nun an kein böses Wort mehr über den Staatsmann Strauß verlieren werden, der sich als Privatmann mit Ehefrau und Sohn weiter auf seine Entdeckungsreise durch die DDR macht. Die Neuigkeiten erreichen auch Oederan im Erzgebirge. Wie die meisten der damals etwa 30.000 Ausreiseanträge aus der DDR ist auch der von Familie Weiß abgelehnt worden. Doch am Morgen des 25. Juli fasst Kurt Weiß einen spontanen Entschluss. Früh 5:30 kommt er und sagt, Elke, du musst aufstehen, du musst sofort nach Dresden, sofort. Der Strauß ist da. Ich habe es im Deutschlandfunk haben wir es gehört, oder er. Dann bin ich rein und er saß schon an der Schreibmaschine und hat dann geschrieben. Und mit Duplikat natürlich. Und so hat die Geschichte dann angefangen. Dresden, der Zwinger. Elke Weiß vermutet, dass Strauß diese Sehenswürdigkeit nicht auslassen wird. Und tatsächlich, Familie Strauß besichtigt an diesem Vormittag die alten Meister. Und dann bin ich dann zur Dresdner Gemäldegalerie, also gleich vorne am Eingang, wo das Gewölbe ist da. Und dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet. Und mein Herz hat gepocht und gepocht und gepocht. Als der bayerische Ministerpräsident das Museum verlässt, prallt er auf die Gegenwart der DDR. Herzlich willkommen bei uns. Bürger versuchen ihm Briefe zuzustecken, bitten um Hilfe bei ihren Ausreisegesuchen. Ausreisewillen will ich Ihnen was sagen. Und zwar, wir warten schon 2 Jahre. Die DDR ist nicht gewillt, uns nach dem Völkerrecht freiwillig hier zu entlassen aus der Staatsbürgerschaft und dass wir in die Bundesrepublik oder nach Österreich oder überall hin können. Wir haben darüber gesprochen und hoffen bald zu einer Regelung zu kommen. Bitte helfen Sie uns dort. Auch Elke Weiß dringt zu Strauß vor. Ja, und dann habe ich meinen Brief in der Hand gehabt und wollte gerade sagen, Herr Ministerpräsident, und da kamen dann so ein paar große Männer mit so dicken Armen und
haben mich da festgenommen und ziemlich bös festgenommen. Also ich habe dann wirklich nach Luft gerungen. Und dann kam das eben wieder, dass der Max Strauß dann gerufen hat. Und da war noch ein anderer Herr, der hat auch noch gerufen. Ministerpräsident! Herr Ministerpräsident! Herr Ministerpräsident! Hier werden Leute verhaftet! Was passiert denn da? Herr Ministerpräsident! Von meiner Seite war da wenig Mut dabei, sozusagen. Das war eigentlich die innere Empörung. Das habe ich eben mitgekriegt und habe dann das Einzige getan, was tatsächlich half, nämlich meinen Vater zur Hilfe zu rufen. Ja. Die Stasi-Leute hatten den Brief von Elke Weiß zerrissen und ließen jetzt von ihrem Opfer ab. Und dann kam der Franz Josef zurück. Ich außer Atem. Konnte nicht mehr. Der Brief war zerrissen. Und habe ich zum Franz Josef gesagt, hier, ich habe auch ein Duplikat einstecken. Und die Gesichter von den Stasi-Leuten wurden immer länger. Was steht da drauf im Brief? Lesen Sie doch mal vor, bitte. Lesen Sie mal vor. Dass der Präsident uns hilft bei unserem Ausreiseantrag. Haben Sie Adresse drin? Adresse ist alles drin. Alles drin. Dankeschön. Mehr haben wir nicht gesprochen. Und dann kommen die ganzen Reporter auf mich eingestürzt. Und ich hatte wahnsinnig Angst. Wahnsinnig Angst. Zu Recht. Die Staatssicherheit dokumentiert jeden Schritt der weiblichen Person aus Öderan. Fast 2000 Stasi-Mitarbeiter sind im Dauereinsatz. Getarnt als Touristen, Reporter, Familien. Fotografiert wird jeder, der sich Strauß nähert. Viele werden überprüft und festgehalten. Die Stasi protokolliert, dass Briefe, die Strauß in seinem Zimmer offen liegen ließ, dokumentiert und die Absender identifiziert werden. Zum Abschluss seiner Reise darf Strauß als erster westdeutscher Pilot ein Privatflugzeug über die innerdeutsche Grenze fliegen. Es gehört Josef Merz, dem Strauß-Freund und Besitzer von Gut Spöck. Auf Wiedersehen und herzlichen Dank. In München gibt Strauß noch am gleichen Tag eine Pressekonferenz. Er genießt die Verblüffung der Journalisten. Es gibt natürlich einige, die es am liebsten sehen würden, wenn ich mit einer Keule, mit fletschenden Zähnen sozusagen, mit blutrünstigen und laufenden Augen rumlaufen würde, wo gibt es einen Kommunisten, den ich totschlagen kann. Und die Rolle habe ich nie gespielt und die Rolle will ich auch in Zukunft nicht spielen. Der Rollenwechsel verwirrt auch linientreue Genossen in der DDR. Die Stasi protokolliert, SED-Mitglieder hätten in heftigen Diskussionen kein Verständnis gezeigt für ein gefährliches Spiel der Parteiführung, die mit dem Teufel einen Pakt schließt und die DDR abhängig von der BRD macht. Das war für viele unserer Menschen nicht einzuordnen, dass wir mit einem solchen Mann, der so lange die DDR auch beschimpft hat, mit mal Kreditgeschäfte machen. Aber da kann man auch keinen Vorwurf machen, weil ja die Masse der Bevölkerung die wahre wirtschaftliche Situation so nicht erfassten und nicht erfassen konnten. Es war offensichtlich, die klamme DDR ist von nun an erpressbar. Noch 1983 wurde, wie von Strauß und Schalk in Spöck vertraulich vereinbart, mit dem Abbau von Selbstschussanlagen und Minenfeldern an der innerdeutschen Grenze begonnen. Die Leute hoffen auf Veränderungen. Und tatsächlich, 1984 ist das Jahr, in dem die meisten Bürger der DDR ihre Genehmigung bekamen, ständig aus der DDR auszureisen. Familienzusammenführung oder eben politisch motivierte Ausreiseanträge. Nie wurden vorher und auch nachher nicht so viel bewältigt wie 1984. Auch in den folgenden Jahren blieb die Zahl der bewilligten Ausreisen stets höher als vor dem Milliardenkredit. Ermöglicht auch durch die stillen Kanäle zwischen Schalk und Strauß, die sich von nun an regelmäßig treffen. Zu einem Geburtstag des Bayern arrangiert Schalk eine Privatvorstellung im Leipziger Gewandhaus. Gastgeber ist Kurt Masur. Der Ministerpräsident und der Stasi-Oberst treffen sich am liebsten vertraulich und privat, manchmal auf Gut Spöck, oft im Familienkreis.
Wir durften auch mit am Tisch sitzen. Es gab dann oft Wild und Spätzle. Also Alexander Schalk-Golokowski hat gerne gut gegessen. Und mein Vater wusste natürlich auch, gutes Essen ist gleich gute Atmosphäre. Und relativ häufig bei Tisch wurden auch Themen eben um Flüchtlinge angesprochen oder diejenigen, die flüchten wollten oder in Gefängnissen saßen. Und mein Vater hat so diese etwas lockere Atmosphäre dann auch genutzt, um das immer wieder zu intonieren. Noch viele Jahre später, Gutspöck ist längst verwaist, schwärmt Schalk von dieser besonderen Verbindung zwischen den Welten. Was Strauß anbetraf, wurde von Honecker außergewöhnlich großzügig entschieden und er hat auch den Minister für Staatssicherheit angewiesen, die Wünsche der Familienzusammenführung und der Häftlingsfreilassung bevorzugt zu bearbeiten und zu entscheiden. Also es war eine sehr schöne, anstrengende und auch verantwortliche Arbeit, die ich in der Zeit mit Strauß verleben konnte. Im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München ist der Nachlass dieser Zusammenarbeit aufbewahrt. 12.500 Fälle, in denen DDR-Bürger sich an Strauß persönlich wandten, mit der Bitte um Hilfe, die fast immer Erfolg hatte. Hier finden wir auch das Original des Briefs, den Familie Weiß in Dresden dem bayerischen Ministerpräsidenten zustecken konnte. Der vermerkt mit seiner grünen Tinte, das ist die Frau, die tätlich angegriffen wurde. Familie Weiß aus Oederan konnte schon im August 1983 die DDR verlassen. Und Elke Weiß, die jetzt Elke Mainzer heißt, lebt heute im niederbayerischen Straubing. Ich hatte mir immer mal vorgenommen, dass ich den Strauß greife. Das wäre mein Wunsch gewesen. Eine Tasse Kaffee oder so. Natürlich, Ministerpräsident kann man nicht einfach zum Kaffee einladen. Aber das wäre mein Wunsch gewesen, den nochmal so privat zu treffen und mit dem zu plaudern. Ich glaube, wir hätten irgendwie eine Wellenlänge gehabt. Denke ich, ich weiß es nicht, aber ich vermute schon. Franz Josef Strauß starb am 3. Oktober 1988 im Alter von 73 Jahren. Als dann die Nachricht vom plötzlichen Tod von Strauß kam, hat das Honecker außergewöhnlich hart getroffen. Denn er empfand ihn zwar nicht als Freund, das wäre nun sehr übertrieben, aber er empfand ihn als einen fairen Partner. Die Auswirkungen des Milliardendeals, seines großen politischen Coups, konnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen. Ich bin ganz entschieden der Meinung, dass genau diese Politik von Franz Josef Strauß, ob er es nun subjektiv gewollt hat oder nicht, zum Untergang der DDR wesentlich beigetragen hat. Den Untergang der DDR hat Strauß, ihr ehemaliger Staatsfeind Nummer 1, nicht mehr erlebt. Die DDR war ja ein Kind des Kalten Krieges. Sie lebte ja von der Konfrontation. Diese menschlichen Erleichterungen, dieser Abbau der Feindbilder, das war das, was die DDR sozusagen erledigt hat. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss über die Schalk-Geschäfte wird nach der Wiedervereinigung feststellen, dass beim Milliardenkredit Provisionen gezahlt wurden. An wen? Das ließ sich nicht feststellen. Den Kredit jedenfalls hat die DDR vor ihrem Ende vollständig und pünktlich zurückgezahlt.